Heute habe ich wieder ein wichtiges Update für euch, wenn ihr nicht möchtet, dass andere eure Inhalte einfach so benutzen können auf ihrem eigenen Kanal. Hallo, ich bin Sissy und auf diesem Kanal teile ich meine Erfahrungen aus über 11 Jahren YouTube und Online-Marketing mit euch. Und vielleicht habt ihr ja die kleine, aber doch sehr wichtige neue Einstellung im Upload-Bereich bzw. in den Videoeinstellungen schon entdeckt. Wenn nicht, dann möchte ich euch mit diesem Video darauf hinweisen. Und zwar geht es um die doch recht neue Funktion der Shorts, die jetzt ja wirklich immer weiter verbreitet ist. Das heißt, das sind die kurzen Clips, die Antwort auf TikTok oder Instagram Reels. Und es gibt aber bei YouTube so ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel was die Musik betrifft, weshalb sich YouTube da jetzt hat was einfallen lassen. Das heißt, es geht um kurze Videos, die zwischen 15 Sekunden und 60 Sekunden lang sind. Die haben jetzt auf YouTube auch so einen ganz separaten Bereich für sich. Falls ihr das Thema noch genau beleuchtet haben wollt und mal so ein Anleitungsvideo von mir möchtet zu dem Ganzen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Jedenfalls ist es so, dass man ja auf TikTok und auch auf Instagram die Möglichkeit hat, Musik zu verwenden. Und diese Möglichkeit hat man so auf YouTube nicht. Dafür haben sie sich jetzt was anderes überlegt, denn es gibt zum einen die YouTube-Mediathek, die man ja auch für eigene Videos nutzen kann. Das heißt, das sind unbekannte Lieder, die jetzt nicht im Radio laufen, weshalb es mit denen auch so ein bisschen schwierig ist, diese kreativen Reels zu drehen und da Trends zu setzen, weil das, wie gesagt, sehr allgemeine Musik häufig ist, wo niemand so richtig was damit verbindet. Das macht das Ganze nicht so attraktiv. Deshalb hat sich YouTube jetzt überlegt, was können wir denn sonst anbieten? Denn es gibt ja auf den anderen Plattformen auch die Möglichkeit, Audiospuren zu verwenden von anderen Leuten. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, falls ihr es nicht kennt, aber nehmt mal an, ihr habt einen Vlog gedreht oder ein Video gemacht und habt eine Stelle, in der ihr was ganz Lustiges sagt. Ihr habt vielleicht irgendwie einen Versprecher oder ihr äußert euch irgendwie witzig. Das wäre jetzt so mal der einfachste Fall. Es gibt nicht nur witzige Reels und Shorts und so weiter, aber stellt euch das einfach mal so vor. Und jemand anderes hat jetzt die Möglichkeit, von eurem YouTube-Video diese Stelle, die Audiospur davon zu nutzen und dazu einfach was Neues zu schauspielern. Und das heißt, irgendein lustiges Video aufzunehmen und eure Audiospur zu verwenden und den Mund dazu zu bewegen, beispielsweise. Und das geht ja auf den anderen Plattformen soweit auch. Aber YouTube bietet das jetzt einfach an, rückwirkend für alle Inhalte, die sich online befinden. Das heißt, alle Videos, die ihr bereits hochgeladen habt, stehen jetzt gerade allen anderen zur Verfügung, wenn ihr den Haken nicht entfernt. Denn diese kleine Einstellung, die ich vorhin erwähnt habe, ist leider, finde ich, ohne dass man wirklich darauf aufmerksam gemacht wird und eine Entscheidung treffen konnte, einfach umgesetzt worden. Und das heißt, die Voreinstellung ist, dass andere eure Inhalte verwenden dürfen. Heißt wiederum, ihr müsst jetzt rückwirkend auf all euren Videos diese Einstellung ändern, wenn ihr nicht möchtet, dass andere einfach so eure Inhalte verwenden können. Was passiert, wenn jemand schon Inhalte von euch benutzt hat? Ihr habt die Möglichkeit, da das Ganze rückgängig zu machen, also wenn ihr jetzt den Haken nachträglich entfernt oder das Video von eurem Kanal löscht, dann wird auch das Video der anderen Person gelöscht. Also ich finde, es ist auch nicht so richtig gut durchdacht, weil man halt dadurch vielleicht super viel Content, den man produziert, nachher nicht mehr hat. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass andere mir dauerhaft ihre Tonspur zur Verfügung stellen. Finde ich ein bisschen schwierig, aber es ist einfach so, wenn jemand Musik oder eine Audiospur von jemandem verwendet hat, das kann Musik sein oder auch eine gesprochene Audiospur, und der andere nimmt dieses Recht wieder weg, durch zum Beispiel Entfernen des Hakens, dann wird das Video von mir, wo ich jetzt dieses Reel erstellt habe, diese Shorts, das Video auf nicht gelistet gestellt und dann nach 30 Tagen gelöscht. Das ist halt einfach, finde ich, keine so gute Lösung. Und ich sehe das persönlich ja eher aus der Sicht der normalen Videos, wo vielleicht Content geklaut wird. Ich möchte nicht, dass meine Tonspur plötzlich auf irgendwelchen komischen Videos läuft von Leuten, wo ich nicht kenne und so weiter. Man weiß ja nicht, was die anderen draus machen. Deswegen ist mein Weg auf jeden Fall, dass ich das Recht nicht einräume und bei allen Videos den Haken entferne, dass es genutzt werden darf. Und keine Sorge, das müsst ihr jetzt nicht bei all euren Videos einzeln machen. Ich habe ja 1600 Videos oder sowas auf YouTube online mit meinem Hauptkanal Typisch Sissy, sondern es gibt die Möglichkeit, das Ganze Bulk, also auf einen Schlag, zu bearbeiten. Und wie das Ganze funktioniert, das heißt, welche wenigen Klicks ihr machen müsst, das zeige ich euch jetzt.
Ihr findet die Funktion einmal beim Video Upload oder aber ihr könnt auch einzelne Videos sowie alle gleichzeitig bearbeiten, die bereits online sind. Also habt ihr zum Beispiel einzelne Videos, wo ihr sagt, da möchte ich, dass nichts verwendet wird, aber bei ein paar ist es okay für euch, dann könnt ihr einfach auf Video bearbeiten gehen und findet die Funktion hier unten tatsächlich versteckt unter mehr Anzeigen. Das finde ich nochmal netter an der Sache, dass es tatsächlich versteckt ist. Und wenn ihr hier runter scrollt, dann findet ihr wirklich ganz, ganz, ganz unten die Verwendung von Inhalten für Shorts. Und bei diesem Video habe ich das jetzt schon deaktiviert. Das heißt, standardmäßig sieht das Ganze so aus und da müsst ihr einfach hingehen und den Haken entfernen. Möchtet ihr das aber generell bei all euren Inhalten machen, habt ihr jetzt einfach hier oben die Möglichkeit, auf alle auswählen zu gehen. Und da ist aber standardmäßig nur das ausgewählt, was man auch gerade sieht. Und wenn ihr noch schon viele Videos habt, das heißt, wenn ihr mehrere Seiten an Videos habt, dann müsst ihr einfach nur noch hier drauf klicken auf alles auswählen. Und jetzt sind tatsächlich alle eure Videos auf eurem Kanal, also komplett alle ausgewählt. Und dann könnt ihr hier auf Bearbeiten gehen. Und dann findet ihr hier unten die Funktion Verwendung von Inhalten für Shorts. Und könnt auf einen Schlag bei allen auf Verwendung von Inhalten nicht zulassen klicken. Und es betrifft jetzt alle Videos, die länger als 60 Sekunden sind. Das sind die kurzen Videos, die YouTube erwähnt hat. Also das sind quasi schon Shorts. Und Shorts kann man nicht für andere Shorts sperren. Das ist auch eine interessante Info für euch, falls ihr immer sehr kurze Videos auf eurem Kanal produziert. Bei allen Videos, die länger als eine Minute sind, könnt ihr eben das Ganze hier an der Stelle deaktivieren. Ich hoffe, das Video war wie immer hilfreich für euch. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder schreibt mir auch gerne mal euer Feedback in die Kommentare und ansonsten schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Da findet ihr eben weitere Videos zum Thema YouTube, YouTube-Updates und wie man generell einen Kanal aufbaut. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!